Hi, willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen Bloodborne. Das gibt es schon mal auf meinem Kanal. Das war eins meiner allerersten Let's Plays. Deswegen möchte ich das jetzt nochmal spielen, weil es in einem sehr, sehr schäbigen Zustand damals war. Ja, 720p, miese Soundqualität und alles, was noch furchtbar ist, ne? Also es ist echt nicht gut gewesen. Und deswegen noch mal, weil es ist eins der geilsten Spiele aller Zeiten. Es ist meiner Meinung nach das beste From Software Spiel. Und los geht's. Bleichblut. Tja, ihr seid am richtigen Ort. In Yharnam wird Blutbehandlung praktiziert. Ihr müsst nur ihr Geheimnis enthüllen. Aber wo soll ein Fremder wie ihr nur beginnen? Dazu sollte etwas Yharnam-Blut in euch fließen. Doch zuerst kommt euer Vertrag. So, jetzt müssen wir uns einen Charakter erstellen. Das wird in Bloodborne sehr, sehr simpel gehalten und ich bin wieso nicht so der größte Fan von Charaktererstellungen. In Bloodborne macht das auch gar nicht so viel Sinn, den möglich zu designen, weil das meiste sieht man sowieso nicht, wenn man die ganzen Rüstungen trägt. So, Jung passt. So, wir machen mal. Ich bin ein reifer Mensch. Sollte jedenfalls meinen, ne? So, jetzt können wir eine Klasse auswählen. Also wir können jetzt die Stats am Anfang festlegen. Nichts nutzt ist quasi mit Bettler aus Dark Souls gleichzusetzen. Und ja, ich nehme immer eigentlich immer Leben voller Gewalt, weil da, also in Bloodborne gibt es weniger Stats als in Dark Souls. In Bloodborne gibt es nur 6 Stück. Vitalität, Ausdauer, Stärke, Geschick, Blutfärben und Arkan. Und das Leben voller Gewalt setzt Blutfärben und Arkan auf den niedrigsten Punkt. Deswegen nehme ich das immer, weil ich eigentlich immer in die obersten 4 nur investiere. Blutfärben und Arkan kann man ein bisschen mit Intelligenz aus Dark Souls vergleichen. Und ich mache eigentlich in Bloodborne immer Stärke-Builds. Deswegen Leben voller Gewalt, das passt perfekt. Aussehen ist komplett egal, weil wie gesagt, die Rüstung überdeckt das nach einer Zeit sowieso. Also sehe ich darin keinen Sinn. Und dann sind wir auch schon fertig. Gut. Gezeichnet und versiegelt. Beginnen wir nun mit der Transfusion. Oh, nur keine Sorge. Was auch passiert, ihr werdet das alles für einen bösen Traum halten. Ja, klein wenig verrückt ist der gute Mann schon. Und für einen bösen Traum werde ich das bestimmt nicht halten. Es ist eher ein wunderschöner Traum. Vielleicht ist es doch ein böser Traum. Ihr habt euch einen Jäger gesucht. So, und dann geht's auch schon los. Wir haben ein kleines Problem bloß. Wir haben keine Waffe. So, die Tür sollte zu sein, genau.
Handgeschriebene Kritzelei. Suche Bleichblüm, um die Jagd auszuweiten. Alles klar. So, diese weißen Flecken auf dem Boden, das sind Hinweise zur Steuerung. Ich hier zum Beispiel Angriff rechts. Ich weiß das alles noch, deswegen werde ich mir die nicht angucken. So, und da haben wir den ersten Gegner. Den kann man theoretisch besiegen. Man hat keine Waffe, es dauert halt ewig, ne? Man sieht schon, man macht keinen Schaden. Also man kann ihn theoretisch besiegen, aber was das Spiel möchte? Das Spiel möchte, dass man hier stirbt. Und deswegen lasse ich mich auch einfach umbringen, damit wir unsere erste Waffe bekommen. Okay, damit sind wir im Traum des Jägers. Das ist quasi der Feuerbandschrein. Ich werde sehr viele Dark Souls-Vergleiche ziehen, also um Sachen zu erklären. Ja, hier kann man wieder hier ein paar Tipps sich angucken. Aber weswegen wir hauptsächlich hier sind, ist das hier. Wir können unsere Waffen holen. Die Boten bieten dir eine Trickwaffe an. Wähle eine aus. Trickwaffen werden mir in der rechten Hand geführt und bei der Bestienjagd verwendet. So, jetzt haben wir die Auswahl zwischen drei Waffen. Sägehackball, Jägeraxt und gewundener Stock. Gewundener Stock ist meiner Meinung nach absoluter Trash. Das Sägehackball ist die beste Waffe, aber ich mag die Jägeraxt lieber, deswegen nehmen wir die. Allein schon von der Optik. Das Sägehackball ist halt... Man kann damit schneller schlagen, auch wenn die weniger Schaden macht. Also die Axt macht halt 98 und das Sägehackeball 90, aber die Angriffsfolge des Sägehackeballs ist schneller. Bloß ist es halt eine sehr kurze Waffe und man muss dann immer sehr nah an den Gegner ran. Deswegen mag ich die Axt lieber. So, und dann kommen wir zu einer Besonderheit von Bloodborne. Die Boten bieten dir eine Feuerwaffe an. Wähle eine aus. Feuerwaffen werden mit der linken Hand geführt und bei der Bestienjagd verwendet. Genau. Das ist eigentlich, finde ich, egal, weil die Pistole ist nicht wirklich, oder die Feuerwaffe in der zweiten Hand ist nicht wirklich dazu da, um Schaden auszuteilen, sondern um den Gegner zu stunnen. Dass man dann einen Backstep quasi machen kann. In Bloodborne ist es nämlich so, in Dark Souls kann man ja blocken, das geht in Bloodborne nicht. Also man führt in der zweiten Hand eine Schusswaffe, um die Gegner zu unterbrechen und kann nicht blocken. Also das ist ein gravierender Unterschied zu Dark Souls. Eine Notiz von den Boten. Hinterlasse Nachrichten bei den treuen Dienern, um sie mit Jägern in anderen Welten zu teilen. Ja, das werde ich überhaupt nicht brauchen, weil ich spiele offline. Für online braucht man nämlich PlayStation Plus. PlayStation Plus ist zurzeit... überhaupt nicht gut, wie ich finde. Deswegen habe ich kein Abo davon. Also da müssen sie ordentlich nachbessern. Wenn man das mit dem Xbox Game Pass vergleicht, da haben sie ordentlich Nachholbedarf. So. Durch die beiden Türen kommen wir nicht rein. Hier gibt es noch einen sehr interessanten NPC. Der ist leider noch nicht verfügbar. Das ist nämlich der NPC, den wir zum Aufleveln brauchen. Dafür müssen wir mal erst was Bestimmtes tun, damit er freigeschaltet wird. Deswegen ist Bloodborne auch mit der schwierigste Einstieg, den es in From Software Games gibt. Weil man nicht leveln kann, bis man dieses bestimmte Ereignis ausgelöst hat. So, und hier an diesem Grabstein kann man zurück in die verschiedenen Gebiete, die das Spiel hat. Als ich Bloodborne das allererste Mal gespielt habe, habe ich es nach 2 Stunden abgebrochen, wegen diesem Anfangsbereich. War auch mein erstes Souls-Spiel, muss ich dazu sagen, ne? Also, da bist du am Anfang, kann das schon frustrierend sein, wenn du zu dieser Stelle nicht hinkommst, weil du kannst halt nicht leveln, um dich stärker zu machen. Du musst dich da durchbeißen. So,
Dann sind wir auch ungleich mächtiger mit unserer Waffe. Blutfiole. Blutfiole ist der Eskos-Flakon des Spiels. Es ist aber anders als in Dark Souls. In Dark Souls werden die ja bei Ableben immer aufgefüllt. Das ist im Bloodborne nicht der Fall. Man kann die von Gegnern farmen. Und ab, ich glaube, wenn man 20 hat, werden die restlichen dann eingelagert. Aber werden dann bei jedem Tod wieder aufgefüllt. Und ja, wenn die halt alle sind, dann sind sie alle. Dann muss man farmen. Hätten sie wahrscheinlich so wie in Dark Souls handeln sollen, dass die immer wieder aufgefüllt werden. Das. Naja. Ich hoffe, ich stelle mich nicht allzu schlecht an, dass ich nicht allzu oft farmen muss. Gibt so ein paar Kandidaten am Bossen, wo ich relativ häufig sterben könnte. Insbesondere im DLC. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Das ist schon noch eine ganze Weile hin. So, mehr Blutechos. Die können wir am Anfang sehr gut gebrauchen. Da ist sonst nichts weiter. Also ich weiß nicht mehr hundertprozentig genau, wo jedes Item ist. Ich werde versuchen, alles zu finden. Aber versprechen kann ich nicht. So wirklich wichtige Items werden wir nicht verpassen. Höchstens sowas wie diese Blutfiolen oder... Es gibt noch andere Items. Vielleicht sehen wir jetzt schon eins. Ne, das sind auch Blut für Julien. Ich glaube, da in der Ecke liegt ein Item. Auch noch anders. Genau, die Molotow-Cocktails, die sind ganz gut. Die kann man auf die Gegner werfen, nämlich. Wenn wir gerade am Anfang des Spiels etwas häufiger verwenden. So. Und ich bin gar nicht darauf eingegangen. Also wir haben verschiedene Angriffsmöglichkeiten. Also wir haben so einen normalen Schlag, dann haben wir einen etwas heftigen Angriff. Der verbraucht allerdings mehr Ausdauer. Und wir können die Waffe in eine andere Form bringen. Damit haben wir dann mehr Reichweite und auch ein bisschen mehr Schaden. Allerdings führen wir die dann zweithändig und können unsere Schusswaffe nicht führen. So. Und dann wollen wir mal gucken, gleich kommt schon die erste Laterne und danach kommt eine Stelle, die für den Anfang, vor allem wenn man Souls unerfahren ist, backe schwer ist. Und wie gesagt, man kann, bis man einen gewissen Punkt den Spiel erreicht, nicht leveln. Weil man sieht es da oben rechts, da diese 589, das sind Blutechos, das sind quasi Seelen und darunter ist so ein Auge. Und wenn diese Auge 0 hat, kann man nicht leveln. Das ist Einsicht, heißt das. Und man muss mindestens eine Einsicht haben, damit man leveln kann. Diese Lampe bringt dich zurück zum Traum des Jägers. Wenn du stirbst, wirst du bei dieser wächst du... lern lesen, wachst du bei dieser Lampe auf. So, das war ein Shortcut. Den müssen wir freischalten. Das ist ein ziemlich wichtiger Shortcut. Kiesel, das ist ein Item, dessen Nutzung ich immer noch nicht begriffen habe. Klar, man kann Gegner ablenken, aber ich persönlich nutze es nicht. So. Gehen wir mal weiter. Also das Gameplay ist sehr, sehr auf Aggressivität ausgelegt. In Bloodborne gibt es auch eine Mechanik. Das kann ich mal... Da muss ich mich treffen lassen, dann kann ich das am besten, glaube ich, zeigen. So, die lassen wir mal vorbeilaufen. Dass wir die schön von hinten angreifen können. So, jetzt sieht man's. Ich habe so einen kleinen orangen Balken oben. Und solange der aufleuchtet und ich dann den Gegner treffe, kann ich ein bisschen von meiner Lebensenergie wiederbekommen. Also Bloodborne belohnt es sehr, wenn man sehr aggressiv kämpft. So. Jetzt gehen wir mal hier hinten hin und öffnen dieses Tor. Das ist ein Shortcut, der eigentlich sehr, sehr unnötig ist.
Und dann üben wir mal ein bisschen parieren. Dieser Gegner da, der bewacht gar nichts. Also, aber der ist sehr, sehr heftig. Vor allem für den Anfang. So, jetzt gucken wir mal, ob ich parieren kann noch. Er hat mich getroffen. Das war nicht gut. Also ich habe ein bisschen zu spät pariert. Also man muss es genau im richtigen Moment drücken. Das hat Ähnlichkeiten zu dem Parry in Dark Souls. Ja, ich habe ihn jetzt getroffen. So, jetzt kriege ich auch den Eingewinde-Eingriff. Nee, weg von ihm. Komm, ich will dich parieren. Oh! Ja, das hat getroffen nochmal. Nee, 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 nee. Und jetzt bin ich tot. Ja. Wenn man das nicht in richtigen Timing macht, wird das bestraft. Aber gut. Ja, wie gesagt, den braucht man eigentlich gar nicht bekämpfen, weil da ist gar nichts. Nada. Warum der da ist, weiß ich nicht. Man könnte halt meinen, der bewacht ein Item, aber ist halt nicht so. So. Ich werde ihn gleich noch einmal probieren, weil ich will ein Gefühl für den bekommen. Fürs Parieren ist ein Anfang. Also ich pariere eigentlich selten in den Spielen. Ich werde mir auch irgendwann eine Waffe holen, die ich zweihändig führe und nur zweihändig. Deswegen ist Parieren dann sowieso vorbei. Aber für den Anfang des Spiels will ich es mal wieder ein bisschen in den Kopf reinkriegen. Dann bin ich eigentlich erwünscht. So. Oh, ich kriege aber Blut für Julian. Dann hat das Ableben wenigstens was Gutes. So. Und dann probieren wir den Guten nochmal. Ich muss den zwei- oder dreimal parieren und dann ist der eigentlich down. Da habe ich zum Beispiel das Parieren verkackt. Dieser Sprung ist ganz schön assi, ne? Ich muss zu viele Dings nehmen. Scheiße. Ich stelle mich wie der letzte Mensch an. Oh Mann, ich nehme zu viele Dings. Und dass der andere da jetzt mit aufmerksam ist, ist nicht gut. Weißt du was? Ich lasse dich einfach in Ruhe. So, jetzt gehe ich nochmal sicher, dass hier nichts ist. Nein, ist nicht. Kommt er zurück? Mir gefällt das halt nicht, dass der andere dabei steht. Hä? Wo ist er hin? Hallo? Ach, da unten. Oh, ich nehme zu viele Echos. Bleibst du da stehen? Lol. Der hat mich gebaitet. Ja, ich krieg das mit dem Parieren noch nicht so wirklich hin. Das Timing muss halt hundertprozentig passen. Da bin ich zu spät und das wird gepunished. Ja komm, ich lass ihn sein, das ist scheißegal. Er bringt mir absolut nichts ein. Er bewacht kein Item, gar nichts. Das Einzige ist jetzt, ich möchte meine Blutechos wieder haben. Nicht lange.
So, jetzt habe ich auch keine Geduld, deswegen mache ich eigentlich eine From Software Todsünde. Und leg mich mit dem Mob auf einmal an. Ah, das klappt ganz gut. So, wenn ich Pech habe, in Bloodborne ist es nämlich so, dass die verlorenen Blutechos nicht immer rumliegen. Und ich habe Pech. Ah, er hat die aber, okay. Weil manchmal werden die von Gegnern eingesammelt und dann muss man den Gegner töten, um die zurückzubekommen. Aber ich habe Glück gehabt, dass der dicke Klopper den nicht hat. Okay. Dann geht's weiter. Der dicke Klopper ist schon eine ziemliche Herausforderung am Anfang. Weil man noch nicht so viel Lebensenergie hat. Und mit den Bluttränken heilt man auch keinen festen Betrag, sondern immer 40%. Das heißt, wenn wir jetzt die Vitalität hochheilen, heilen wir im Endeffekt mehr. Weil wir immer 40% heilen. So, wo diese Lampen sind, kann man mit NPCs reden. Seid ihr dieser Fremde? Tja, tut mir leid, aber ich möchte nichts mit euch zu tun haben. Verschwindet von hier. Okay, dann gehe ich. So. Und dann kommen wir gleich zu einer Stelle, wo man am Anfang ziemlich strugglen kann. Wenn man da nicht mit einem Plan rangeht. Au, au, au. Ja. So, was hast du zu sagen? Elender Fremder. Niemand öffnet in einer Nacht der Jagd seine Tür. Verschwindet. Sofort. Ja, wenn ich hier sehe, was hier draußen abgeht. Ah! Ist das nicht verwunderlich? Wo kommst du weg? So, ihr seht schon, warum ich mich für die Axt entschieden habe. Die hat mehr Reichweite als das Sägehackebeil und ich hole trotzdem daneben, teilweise. Mit dem Sägehackebeil müsste ich noch näher an die Gegner ranstehen, es sei denn, ich mache die ausgefahrene Waffe. So, wir werfen mal einen kleinen Blick, was uns da erwartet. Es sind einige. Und wie ich es gerade gesagt habe, wenn man da gleich... Das ist übrigens eine miese Falle. Wenn man da ein bisschen dumm reinmarschiert, dann hat man gleich einen... Den habe ich vergessen tatsächlich. Einen ganzen Pulk am Hals. So. Wir werden versuchen, nicht alle auf einmal zu pullen. Da kommen schon ein paar. Nee, das war von der Tür kam das. Die Blutfiolen wären weniger. Ich würde gern welche finden. Nein, keine Quecksilberkugel. Blutfiolen. Da komme ich noch nicht ran. Okay, dann analysieren wir mal die Lage. Da marschieren noch welche. Der da oben links ist halt ein kleines Problem, weil das ein Schütze ist. Und die eine Patrouille, die da so lang läuft, die ist da hinten. Okay, dann kann ich durchrennen. Ich will halt den da oben als erstes weghaben. Ja, und genau das durfte nicht passieren. Genau das durfte nicht passieren. Ich wollte mich doch nicht dumm anstellen. Aber wie gesagt, der Einstieg ist nicht gerade einfach. Ich hoffe jetzt, der ein oder andere Gegner, den ich platt mache, lässt Fiolen liegen.
Ja, der lässt was. Na, Mollo. Daneben gehauen und wird gepunished. Hallo, nimm das da weg. Ah, ich muss eine Fiole nehmen, das gefällt mir gar nicht. Ich hoffe, der eine hat welche fallen gelassen. Ich will keine Morlos, ich will... Danke. Komm hier hin. Pistole kann man auch zum Ablenken benutzen, deswegen finde ich diese Kieselsteine auch sehr, 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 sehr unnütz. Ja, kommt ihr zurück, bitte? Je mehr ich vorher von euch ausschalte, umso besser. Komm hier hin. Ja, der andere wird auch noch kommen. Komm, 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 komm. So, und dann machen wir hier oben wieder ein bisschen sauber. Auf den achten wir diesmal. Jupp. Dann darf ich wieder eine Fiole nehmen. So, diesmal werfe ich einen Mollo da einfach hin. Ich wollte die eigentlich sparen, aber... Geht mir ein bisschen auf den Sack gerade. Ich wollte eigentlich schon viel weiter sein, ne? Und weil ich schlecht bin, bin ich noch nicht weiter. Da zählt auch die Ausrede nicht, dass das hier am Anfang nicht einfach ist. Was es nicht ist, aber... Ah, Moment, Moment, Moment! Oh, sehr gut, sehr gut! Wir können... Sie trennen sich! Dass der so schnell ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das ist gut. Scheiß Laterne, geh weg. Oh Mann, ey. Die Drops sind nicht in meinem Favor. So. Ich werde das diesmal anders machen. Genau. Rauslocken. Ich habe viele Mollos bekommen, deswegen nutze ich die einfach jetzt mal. Wir müssen bloß... Ah, der Schütz hat auch meine Echos, das sieht man an den leuchtenden Augen. Ich muss hier unten bloß ein bisschen aufpassen, weil irgendwo, wenn ich mich richtig erinnere, ist hier ein Hund. Und wie wir wissen, Hunde in From Software Games sind nervig. Genau, da hinten ist nämlich noch ein Schütze. Und da in der Nähe ist auch der Schütze. Okay, er hat mich jetzt gesehen, das ist gut. So. Und jetzt ganz schnell zu den Schützen da oben hin. Nein, aus. Ah, und da ist auch der Hund. Oh oh. Also, die sind sehr, sehr agil, halten aber nicht so viel aus. So, das ist der letzte. Okay, dann sind wir an dieser Stelle vorbei. Was gut ist.
Genau, ich brauche Blut für Julien. Ah, da es die erste Folge ist, machen wir ein bisschen länger. Ich will auf jeden Fall den Shortcut noch freischalten. Kein Bluttau, das ist ein Seelencontainer. So. Wir sind auch nicht mehr so weit von Shortcut weg. Allerdings, wenn das da ein bisschen dumm läuft. Ja. Bin ich tot. Ich glaube nicht, dass ihr von hier seid. Nö. Tja. Ihr sitzt draußen fest in einer Nacht der Jagd. Ah, ihr armes, armes Ding. Ich hätte große Lust, die Tür mit der Axt einzuschlagen. So. Hier haben wir jetzt ein bisschen größeren Gegner. Aber komm hier. Aufmerksamkeit zu mir. Den kann man sehr gut mit Parieren machen. Der ist auch einfacher als der Axttyp, weil der nicht so agil ist. What? So, geht doch. Achso, er hat noch einen 40 über, okay. Das sind auch geile Gegner, weil die meistens Blutfolien droppen. Eine Fackel. Hallo, mach den platt. Ja, die Raben, das sind eigentlich keine schwierigen Gegner. Bloß, ja, die sind ein bisschen wild, ne? Also die machen nicht viel Schaden, halten auch nicht viel aus, aber sind halt ein bisschen wild. So, denn auf keinen Fall das Item hier vergessen, was man von der anderen Seite des Tors gesehen hat. Das ist nämlich wieder ein Seelencontainer, den kann man gerade am Anfang gut gebrauchen. So. Und jetzt sind wir kurz von Shortcut und müssen ganz doll aufpassen. Komm hier hin, komm hier hin. Weil hier sind, glaube ich, drei Köter. Ja, den mache ich einfach so weg. Das ist nämlich die Gefahr. Okay, der Köter ist hinten, sollte mich nicht kriegen. So. Oh, 6 Blut für Julien. Die nehme ich mit Kusshand. Dann sind wir bald am Maximum. 20 ist das Maximum. Erstmal. So. Jetzt haben wir noch eine Challenge, bevor es zum Shortcut geht. Da muss ich jetzt ganz doll aufpassen. Und zwar sind hier zwei von diesen Wolfies. So. Und an denen werde ich erst vorbeirennen, weil ich den Shortcut... Ich bin an Shortcut vorbeigelaufen, scheiße. Ich muss hier rein. So. Jetzt nicht gegen diese Lappen sterben. Wir haben nämlich einen riesigen Vorteil. Die Wölfe kommen hier. Ich kann das mal kurz demonstrieren. Komm mal hier hin. Das ist auch unglaublich gut, um für Julien zu farmen. Komm mal hier hin. Die passen nämlich durch die Tür nicht durch. Und dann kann man einfach seine Waffe auf Range machen. Und die Viecher schießen. Die kommen hier nämlich nicht rein. Weil wir haben zwar ganz am Anfang einen Wolf schon besiegt, aber der war geschwächt. Und alleine kann man die eigentlich ganz gut machen, aber wenn die beide auf einmal kommen, gerade für den Anfang, knifflig. Komm, greif an. Wenn du nicht willst, greife ich an. Ja, so funktioniert das nicht. Man sieht auch, die halten einiges aus. Aber du kannst sie halt sehr gut schießen.
Ich wollte gerade sagen, die haben beide kein Item gedroppt. Da ist übrigens der erste Boss, den machen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt nicht gegen so einen random Gegner kurz vor dem Shortcut noch verlieren. Oh, er hat was liegen gelassen. Blut für Julian, sehr schön. Davon werde ich ein paar bis zur nächsten Folge farmen. Dass ich, wenn ich mal sterbe, ein paar mehr auf Reserve habe. So. Kräftiger Blutcocktail. Als die Jagd begann, hat uns die heilende Kirche verlassen und die große Brücke in den Kathedralenbezirk blockiert, da in dieser modernen Nacht alt Janam abbrannte. Um auf das Item zurückzuführen, kräftiger Blutcocktail, das kann man werfen und dann Gegner, die besonders blutgeil sind, gehen dann dahin. Okay, öffnet sich nicht von dieser Seite, dann war das die Tür. So, und dann sind wir gleich schon beim Shortcut. Also, wo wir quasi angefangen haben. Zack! Und hier kann man auch eigentlich ganz gut Blut für Jungen farmen. Man kann erstens die Wölfe platt machen, aber ich mache das eigentlich immer unten bei den beiden da. Also, die droppen bei Ableben, sagen wir mal, zu 90% immer zwei Blut für Jungen. Das heißt, jeder Durchlauf sind vier für Jungen. Das werde ich bis zur nächsten Folge ein paar ansammeln. Ich hoffe, euch gefällt Bloodborne. Mir gefällt es halt hammer gut. Ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Schaltet gerne bei der nächsten Folge ein und bis dann. Ciao.